Ja, Taste. So, jetzt habe ich aus Versehen ausgeschalten, statt umzuschalten. Wir probieren es nochmal. Jetzt wird es aber hinhauen, hoffe ich. Video, Audio, dahin beginnen. So, jetzt. So. Habt ihr das Bild? Mal. Gut. Ja. So, und da schauen wir jetzt ganz kurz einmal rein. Es geht, wie gesagt, nicht hier um die Grafik, sondern ganz gezielt. Der hat jetzt hier diese. Das ist so eine High-End-Brille mit ganz bestimmten Kontrollern. Und da schauen wir ganz kurz, ich will euch zwei, drei Stellen zeigen. So, Freunde, jetzt schauen wir doch mal. Also, wie gesagt, das ist ein Blind-Let's Play. Ne? Also, Ton ist auch da. Ja. erwartet nicht von mir, dass ich das irgendwie kann. Wir haben hier unsere Index-Controller. Ne? Ihr seht, das sieht ja schon mal ganz wunderschön aus. Du musst jetzt ohne genauer darauf einzugehen, der hält, ich rede jetzt einmal ganz normal, der Typ hier hat seine Brille auf, hat diese Controller und die werden also hier mit einem Gummi festgespannt und da sind Sensoren drin, die spürst du an und für sich gar nicht, die Controller. Und sobald er den Finger bewegt, bewegen sich hier diese Hände, die er sich vors Gesicht hält, die er jetzt auf der VR-Brille hat, sind nicht die Hände, die wir uns ausdenken, also nicht seine eigenen Hände. Wenn er an seinen Händen, ich rede jetzt normal materiell, seine Finger bewegt, er sieht ja auf dem Bildschirm, auf der VR-Brille, sieht er ja nicht seine Hände, sondern ein Konstrukt seines Programms. Ja. Und die Hände, die er vor sich hinhält hier, die sind genau an der Stelle auf dieser VR-Brille, wo die echten Hände sind und jede Bewegung und Handbewegung wird hier praktisch aufgrund dieser Sensoren auf diese VR-Brille imaginär dargestellt. Ja. Boneworks Subroutine operates on highly experimental simulated physics. Expert users only. Alles klar. Welcome, Director Ford. Please identify your real world height. Alles. Das ist so verrückt. Also noch einen Schritt weiter, wenn du jetzt zum Beispiel was anfasst, wenn du dich bückst, und ich kann jetzt nur die wenigen, die hier eine VR-Brille schon aufhatten. Ich sage jetzt bei der Andrea, wenn du über die Planke läufst, der Plank, wo ich reingestellt habe, wenn du dich runterstellst oder im Blindfeld, wo wir das erste Mal die VR-Brille vorgestellt haben, ich rede jetzt normal raumzeitlich, ich sage es ganz bewusst dazu, die Worte lösen wieder Vergangenheit aus, entweder eine, wo du selber erlebt hast oder jetzt dir nur ausdenken kannst aufgrund der Worte, die Sache mit der Semmel, die man hochhebt, wo ich sage, alle, was sind ausgeflippt, hast du die Semmel gegeben, hebst das Semmel auf und hältst dir die vors Gesicht mit dieser imaginären Hand auf deiner VR-Brille, drehst die Semmel. Du sagst, das ist eine echte Semmel, du hast da dreidimensionale Semmel vor Augen. Was jetzt hier mit den Controllern noch passiert, die damals ja nicht da waren, dass du die zerdrücken kannst. Das heißt, wenn du die in die Hand nimmst oder Cola-Dose in die Hand nimmst, kannst du die auch noch zerdrücken. Aber was hier mir jetzt wichtig ist, wieso ich jetzt das extra nochmal herhole, Krank, das kenne ich so gar nicht. Normalerweise glitscht das immer alles rein und so, ne? Aber. der Witz ist jetzt hier, dass dein Gehirn, dein Programm dir ein Schnippchen schlägt. Und da suche ich jetzt an einer ganz bestimmten Stelle. Ich hoffe, ich finde, ich muss an die kleinen Bilder mich orientieren. Einen Moment. Der spielt jetzt das mit so Luftbällen und dann schiebt er eine Kiste. Da ist er. Das müsste sein. Da klappe ich ja weg. Das ist Wahnsinn. So, jetzt können wir mal. Das dürfte wohl in irgendeinem Teleporter sein. Oh, shit. Ah, okay. Weißt du Bescheid, ne? Oh Gott. Oh! Okay. Es ist jetzt schwer vorstellbar, wenn du die Brille aufhast, ist das, was du um dich herum siehst, ein Volk, zwar ein relativ unrealistischer, ist aber ein komplett dreidimensional wahrgenommener Raum mit einer dreidimensionalen Kiste. Und wenn er die Hände vor sich hinhält, hat auf dem Gesichtsfeld seine Hände, da steht die Kiste und er fasst wirklich, so wie mit einer Kiste vor dir steht, die Kiste an. Aber was jetzt interessant ist für ihn, wenn er flippt jetzt voll aus, weil die Kiste schwer ist, die er rumzieht. Ey, das ist der Knaller. Wie haben die das denn gemacht? Ja.
empfindet jetzt volles Gewicht. Ihr merkt es, wie der ausflippt. Der Witz ist, wenn du jetzt unten den anschaust, wichtig ist, ich fahre mal ganz zurück, schau mal unten das kleine Bild des Männchens selber an. Seht ihr denn hier? Er hat nichts in der Hand. Er könnte, der Witz des Programms, sobald er die Kiste anfasst, diese Stangen anfasst, er könnte jetzt ganz normal schneller zurückziehen, aber das Programm ist so programmiert, dass das träge wirkt und er kann nicht gedanklich in keinster Weise loslassen davon. Er kriegt voll die Illusion, dass das Ding schwer ist. Das ist aber nicht programmiert, weil er sagt, wie haben die das gemacht? Das macht er selbst, darum geht es mir. Ja. Es ist der Zwang deiner Interpretationslogik, die letztendlich alles in dir, dein Schmerzen, deine Gefühle, deine Ängste erzeugt hier das Gefühl von Masse, Trägheit und Gewicht. Weil da irgendeine Blockade ist, sobald er die Hände zumacht und die Eisenstangen anfasst, kann er schon rein programmtechnisch die nochmal wegziehen, obwohl es prinzipiell könnte. Seid ihr dabei? Ja, ja. Ey, das ist der Knaller. Wie haben die das denn gemacht? Siehst du, er fragt sich jetzt, wie die das programmiert haben, dass man das Gewicht, ich habe das programmiert, das ist in seinem Gehirn drin. Und die Hände, er hat ja komplett vergessen, dass seine Hände, die Hände, die er sieht, gar nicht seine Hände sind. Und wenn er seine Hände jetzt zumacht mit den Kontrollern, wird immer auf der Feuerbrille fasst er diese Eisen an. Ja. Und dann ist er untrennbar mit seinem Programm, mit den Eisen verbunden. Und wenn er jetzt anzieht, ist er so programmiert, dass das träge wirkt. Und dann hat er das Gefühl plötzlich von Trägheit, von Gewicht. Ja. Ey, das gibt's nicht. Doch, das ist so, gibt es. So funktioniert dein Geist. Cool. Ich meine, es wiegt eigentlich nichts für mich, aber es fühlt sich so an, als wenn es richtig schwer ist. Boah. Wahnsinn! Oh, Leute, das ist der Knaller! Ja, welche Brille ist das? Das ist die Valve Index. 410... Ja, ich brauche mindestens 400 Likes. Na, das ist wirklich cool, ne? Also das... So kann man natürlich VR gut vorantreiben. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Man hat übrigens das Gefühl auch hier bei der Brille, wenn du die Gegenstände, wenn er die jetzt wegnimmt, die Waffe, die muss er imaginär nur hinten hinschieben. Der macht es mit Schwerter hinten, dass er das hinten reinsteckt, wie so Ninjas. Und dann kann er das hinten mit der Hand wieder hochziehen. Aber es läuft ja alles nur im Kopfkino ab. Ich schau mal ganz kurz, ob wir das mit dem Schwert noch finden oder mit dem Brechstange. Das ist nämlich auch sehr interessant. Was soll es jetzt sein? Ihr könnt euch ja das hersuchen und anschauen, wenn es euch interessiert. Ja, das können wir. Das ist jetzt jemand, der sich für Spiele nicht interessiert. Ist es langweilig? Da hebt er dann eine Brechstange auf und wirft die Brechstange in der Hecke und fängt sie wieder auf. Und du siehst dann hier im Spiel selber, das ist vollkommen real. Das ist wie wenn du einen Besen oder was hochwirfst und dann wieder auffängst oder einen Ball. Weil das voll synchron läuft. Lass mal sein. So, all das, was jetzt hier ich dir da auftauchen lasse in dir, muss dir klar sein, hast du ein anderes Leben zu laufen und du dich nicht für Computerspiele interessiert, weil du Wichtigeres zu tun hast, existiert es in deinem Kopf nicht. Jetzt ist die Masse der Menschen, ich sage jetzt nicht, dass man sich dafür interessiert, sondern es ist eben die Metapher in deinem Traum, dass du einen ganzen Schritt weiter näher kommst, was du selbst bist und wie du selbst funktionierst. Du kannst dir dann natürlich dann ein Lash-Video wieder anschauen bei deiner Wissenschaft, die dann irgendwie begeistert sind. Aber es ist sehr gefährlich, weil du ja in eine Irrealität abgleitest. Das Lash-Video mal hersuchen, wo er über Videobrillen, über 3D-Programme spricht. Extrem beeindruckend, aber gefährlich, weil man gleitet ja aus der Realität in eine Irrealität ab. Deine Realität ist genau diese Realität, in der du dich zurzeit befindest. Immer spiegeln, immer an das Klingelingeling-Beispiel denken. Ja. Und immer, ich sage immer wieder, sobald einer diskutieren will, wenn einer in dir auftaucht, du kannst dich bemühen in kleinen Schritten. Das war jetzt hier dieses letzte Selbstgespräch.
Das ist eins der wichtigsten überhaupt für dich selber, weil ich da gar nicht groß Wörter auffächer oder ins Detail gehe, sondern nur immer, was ich jetzt gedacht seit 20 Jahren mache. Darauf ansprech, was du bist und wie du funktionierst und geh den Gedankengang mit und dann, angenommen, du schaust jetzt dieses Selbstgespräch, diesen Selbstbewusstseinstest mit irgendeinem geliebten Menschen an, von Brösel zu Brösel, von Monitor, dann soll dir bei irgendeiner Aussage sagen, was nicht stimmt, wenn er den Gedankengang mitgeht. Zum Beispiel, wenn ich sage, wenn du nicht an deinen Körper denkst, existiert dein Körper nicht. Und wenn ich mir jetzt denke, zum Beispiel, ich bin die Andrea oder ich bin der Holger, dann erlebe ich nur die Welt vom Andrea oder nur von dem Traum. Der träumende Geist ist derselbe, es läuft nur ein anderes Programm. Genau. Und dann wirst du feststellen, dass du aus nichts sinnlich wahrgenommene und sinnlich sichtbare Dinge erschaffen kannst. Schnipp, jetzt hast du deine Brille wieder auf. Die normale Brille. Du spürst die plötzlich, die Nase ist da, das Licht ist da, so die, die ausdenkst und du siehst den Rahmen von der Brille um dich herum, hat hundertprozentig sicher nicht im geringsten existiert, während du nicht dran gedacht hast. Ja. Und das ist genau, eine VR-Brille existiert auch erst in dem Moment, wo du an eine VR-Brille denkst. Aber du hast ständig eine VR-Brille, das ist nämlich deine, das Organ, deine Augen, die du dir jetzt in deinen Trockennasen auf den Körper reindenkst mit den Stäbchen und Zäpfchen, das sind nur die zwei Displays von der VR-Brille. Von deiner, ein Symbol, auch das sind alle symbolische Bilder, wo ich immer wieder sage, genauso aufgebaut wie ein Monitor mit Rot-Grün-Blau-Mischung, alles korrekt, alles richtig, aber nicht so, wie man sich das als Materialist vorstellt. Ich könnte euch ein Lied davon singen, es interessiert die Elite überhaupt nicht. Und mich interessiert die Elite deiner Welt nicht. Holo-Feeling ist nicht für die Figuren im Traum, nicht für die Antagonisten und auch nicht für den, sondern für den, der sich die Protagonisten und die Antagonisten ausdenkt. Für das Bewusstsein als Ding an sich. Geist kann nur von Geist verstanden werden. Die Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist. Was existiert, das ist nicht ewig. Das ist der, dieser Satz ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. Und wenn du der Erste bist und du musst der Erste sein, das heißt, du musst erst einmal ich werden. Ich sage, ich bin du. Das erwähne ich so oft. Dann wirst du feststellen, dass sich das langsam um dich herum auch in einer Personifizierung herausspiegelt. Und dass für mich Zeit keine Grenzen kennt. Wenn ich immer sage, hier Allmänner 1998 oder 99, ich habe von dem Film Matrix schon gesprochen, da war der noch gar nicht in die Kino, da wurde noch gar noch nichts in deiner Welt gewusst von dem Film Matrix. Da habe ich schon auf den Film hingewiesen. Von die Wachowski-Briebe. Ich fange den nochmal an. Das ist eigentlich hier das Spiel. Also spiel deine Rolle und auch immer wieder, wo ich sage, Kaufmannsdenken, ganz, ganz wichtig, vorsichtig sein, wenn du jetzt meinst, dir geht es nicht schnell genug. Zuerst einmal deine Rolle weiterspielen. Der Rest mache ich dann für dich, wenn ich merke, dass du mir vertraust. Jetzt lassen wir es dann gut sein. Diesmal ja. In zwei Teilen. These und Antithese. Bis gleich. Ciao.